Hallo, liebe Tracker, da sind wir wieder. Und Mew ist sogar direkt auf dem Weg hierher. Und er müsste da gleich. Da kommt er gerade um die Ecke. Genau. Der war nicht noch reparieren gewesen. Und wir haben uns schon eine. Bum. Bum, bum. Wir haben uns schon eigentlich eine was Tolles ausgesucht jetzt gerade. Salam aleikum. Ja, genau. Und da Salam redet da alaikum, nur sagt da einer jemand. dazwischen. Das gibt's doch nicht. Genau, man macht die Einleitung ins Quatsch in dazwischen. Super. So, und zwar, wir haben uns ausgesucht, dass wir von Lyon nach Clermont fahren. Immer noch in Frankreich. Und ich nehme jetzt an, bist du auch schon ready? Gleich, jetzt bin ich ready. Gut, dann nehmen wir jetzt an. Dein Fortschritt wird synchronisiert. Jo, genau. Und 5.190 Euro. wir hoffen, dass wenn wir jetzt. Wo ist denn mein Auflieger? Achso, der ist gar nicht hier. Nee, der ist bei Sunbuilders. Ja, wie auch immer, wir hoffen, dass. Oh Gott, was mache ich denn hier? Völlig verdrehen hier. So, nochmal der Satz. Wir hoffen, dass wir es schaffen, dann von. Wie heißt der Ort, wo wir hinfahren? Clermont? Nach Bordeaux zu kommen. Schild mitgenommen, scheiße. Und ansonsten müssen wir noch einen Zwischenhalt machen. Genau, ansonsten, genau, müssen wir dann halt schauen. Und dafür wollen wir halt, wenn es halt gar nicht klappt, schauen, dass man halt zur Not, ja, nochmal dieses, wie heißt denn das, diese Verlängerung, dass wir weitere Touren fahren können, machen. Lange Müsste ich Reisedinger jetzt halt. ganz ehrlich auch nochmal nachschauen, wie der Ort heißt. Nee, nach Bordeaux wollen wir, aber ich meinte jetzt, Danach wollten wir nach Großbritannien. ich fahre gerade übelst aggressiv, ey. Ja, haben wir auch gedacht, so wie du durch mich durchgehst. Wer ist denn zuletzt vorgefahren? Keine Ahnung. Du, weil ich bin noch da in den Schneehaufen hinter dir rein. Ah ja, stimmt. Gut, ich stehe schon mal bereit. Verarschen hier? Bin gerade zu unfähig. Jetzt. Aufliegerstützfüße werden eingefahren. So, du bist. Achso, machst du mal deinen Rundumleuchter mit an? Hier ist an. Er ist mein auch an? Dein ist Nee. nicht an. Ah, jetzt ist er. Hat es gerade nicht angemacht, warum auch immer. So, Rundumleuchte ist an, du kannst losziehen. Das ist denn überhaupt 3:25 ist es im Spiel. 3:26 Uhr. So. Komm ich noch? Ich komme noch. Oh Gott. Mit dem hätte ich vielleicht ein bisschen aufpassen müssen wegen der Kurve, aber mein Gott, okay. Bist du noch hinter mir? Na, ich bin am 50 fahren, weil mir da bin. Ich sehe noch deine roten Leuchten, so minimal. So ganz Ich minimal. bleibe jetzt mal bei 50 erstmal noch. Ja, ich ziehe jetzt hoch auf 80, kannst also auch. Aber wir können sogar 90 fahren, wir sind in Frankreich. Glück. Ist jetzt natürlich auch die Frage, ob meine Kiste das packt, ne? Wir müssen aber gleich wieder rechts weg, also nicht zu viel Schwung nehmen. Oh, Clermont. Und dann haben wir. Vielleicht schaffen wir es ja in der nächsten Folge wirklich nach Bordeaux. Das wäre echt geil, muss ich sagen. Weil dann hätten wir eigentlich wieder ein Etappenziel geschafft, was wir haben. Aber mal schauen. Oh, da wären gerade mal 50 erlaubt gewesen, scheiße. Oh ja, ich sehe es auch, ich merke es auch gerade. Ah, ich bin die komplette Strecke dadurch schon. Weil uns kommen uns welche entgegen. Hupen ver nie vergessen, ne? Das sagst du mir.
Von denen hat keiner zurückgehupt. Die haben Lichthupe gemacht. Ja, darauf habe ich nie reagiert. Ich habe selber ich hab normal gehupt und Lichthupe gemacht. Ah, völlig retard. Hab alles gemacht, was geht. Ja, aber es war auch Gruppe, die gespielt haben, ne? Ja. Da waren auch welche in der Stadt schon, da stand auch so ein grüner LKW, wie die sind. Okay. So, wir müssen noch 153 Kilometer noch. Ich würde nicht versuchen, das auf den Kilometer genau zu sagen. Ah, naja, das bist ja nur am Werkeln, ey. Aber mit 90 so ist schon cool, weil sinnvoll. Man kommt gut voran auf jeden Fall. Ja. Autobahn ist auch recht ruhig. 819 Kilometer komme ich noch. Ich komme noch 1038. Wir müssen eine Mautstation, da müssen wir kurz dann. Oh ja, müssen wir blechen. Stehen bleiben. Na, dann warte kurz davor, dass wir zusammen durchfahren, das sieht dann cooler aus. Ich warte an dem Deal, wo ich durch muss. Dann stehen wir beide schon mal parallel dann da. Ja. Ich muss eh erst bestätigen, bevor die Schranke aufgeht. Da steht sogar wirklich einer diesmal. Hey, wo stand jetzt einer? Ach, da drüben, ja. Was haben wir denn jetzt eigentlich dafür bezahlt? Weißt du das gerade? Ich glaube, wir müssen erst an der nächsten zahlen. Ach stimmt, wir bezahlen, wenn wir wieder rausfahren. Du hast recht. Oh, erstmal wieder auf die 90 hochkommen, eh mit dem Schwergewicht hinten dran. Jetzt gerade, ich zieh dir schon wieder davon. Also du brauchst wirklich einen stärkeren Motor. Ja, definitiv. Geht, aber ich bräuchte dafür eventuell einen sparsameren. Ja. Wenn du willst, können wir jetzt an der Tankstelle schon raus. Ich bin jetzt beim viertelten Tank. 766 Kilometer noch. Naja, wenn wir davon ausgehen, dass wir von Clermont nach Bordeaux, wenn wir wirklich durchkommen, locker 300 Kilometer fahren. Das wäre schon vorbei. Ja, okay. Ja, dann lass einfach in Clermont tanken. Also an der nächsten Tanke fahren wir raus. An der nächsten Tanke fahren wir definitiv mal raus, voll tanken. Okay. Dass wir dann bis nach Bordeaux kommen. Ach ja. Nicht. Ich komme diesen 1 km/h nicht schneller. Bei wie viel bist du denn? 99. Was? 89, komm nicht auf die 90. Na, meiner switcht gerade immer zwischen 89 und 90 hin und her. Jetzt habe ich 90. Ich habe ja bloß den normalen Tachozeiger. Ja, naja, das ist ja richtig. Wie gesagt, dafür bräuchte ich ein Navi im Auto, das kann ich aber noch nie einbauen. Es wäre auch angenehmer, weil es ist viel realistischer. 400 Meter ein Parkplatz, das ist bloß die Frage, ob da eine Tanke dabei ist. Nee, das würdest du jetzt schon anzeigen, ist nur ein Parkplatz. Keine Tanke dabei. Nee, ist normaler. Ich hoffe, du siehst mich noch. Ach, schon lange nicht mehr. Also dann sag doch mal was. Also jetzt sehe ich dich wieder, weil rote Rücklichter und so. Ja, dann geh jetzt mal auf 80 runter. Aber wirklich die. Sagt nix und sagt nix. Ach, das ist gerade so gechillt. Wie gesagt, also man muss auch mal sagen, Leute, das Spiel, das hat den Steam Award gewonnen für. Hat's gewonnen. Na, zwei. Das eine ist, glaube ich, ich fand das Spiel schon cool, bevor es einen Award gewonnen hat. Yep. Und der andere Award ist einfach mal zurücklehnen und chillen und spielen irgendwie so. Und ich weiß gerade nicht, wie der genau heißt. Zurücklehnen und entspannen, glaube ich, war's. Ja, genau. Und das ist gerade echt so,
Ich sitze gerade da. Ach, ja, ganz praktisch. Ist so gechillt. Tempomat, so Te ja, schön dahin. Tempomat an. Ich fahre auch gerade nur links, rechts. So, hier müssen wir dann gleich wieder anhalten und bezahlen. Soll ich Ja. wieder warten? Ja, oder Ja, wir fahren. wieder. Ja, können wir ja. Es Aber sind nicht, dass tatsächlich. ich eh da bin, wo überholt, dann fahre ich direkt mal auf die Linke. Hör mal, Oh. diesmal steht der Wärter links. Was haben die gegen mich? Immer auf meiner Seite stehen die. Es Maut werden. von 33 Euro bezahlt. Ja, bei mir auch. Bei mir geht aber bei dir das Deal gar nicht auf. Was? Die Schranke. Doch, die ging mir immer auch auf. Naja, aber. Ach, weil ich hab. Es sind immer welche, wenn einer durch die Mautstation gefahren ist, haben immer welche abgekürzt und sind da direkt auch durch. Und um das zu unterbinden, bleibt jetzt bei den anderen Spielern die Schranke zu. Ach, du meinst, wenn sie bei dir aufgeht? Genau, wenn einer die aufmacht, nutzen es viele aus und Ah, rasen dann okay. noch schnell durch. Ja, okay, nee, das ist ja Mist. Das ist ja dann ungewollt sogar. Und Naja, das ist da habe ich wahrscheinlich. selber einen gekannt, der hat das immer wieder gemacht, bis er mal gegen die Schranke gefahren ist. Ja, aber das ist ja wahrscheinlich aufgrund dessen, dass es im Singleplayer egal ist. Weil du musst dir die Schranke aufmachen. Und da konnten sie alle aufmachen, war in Algorithmus, in der Berechnung sozusagen, dann war das gut. Aber hier ist das ja doch ein bisschen anders. Oh, wir sind bald schon wieder am Ziel. Ja, wir müssen jetzt gleich schon wieder runter. Lenkrad einfach mal verreißen. Oh, jetzt ist doch Fahre bloß ich eine da hinten schon 80. wieder davon? Aber Ja, direkt da ist vor. ein Kreisel. Beim Verlassen des Kreisverkehrs blinken. Naja, habe ich gemacht. So, und dann müssen wir jetzt irgendwo schon hier müssen wir rein. Ja, da müssen. Also, was ist denn das? Zwei Kreisel hintereinander. Ist Frankreich? Ja, gibt's nur in Frankreich. Nee, in England auch noch, aber die sind halt clever. Aber tatsächlich kein Spieler in Clermont, ne? Oder Clermont. Vielleicht haben ja so viele auch noch nicht das Viva la France. Das kann natürlich auch sein. Obwohl, das andere war auch schon Viva la France und da waren doch einige. Ja. Oh, da können wir wieder auswählen, wo wir parken. Sehr Du vorsichtig. bist erstmal festgeparkt. Ach so, du bist schon am Einparken sozusagen. Ja, ich habe noch schnell auswählen müssen. Das war es, wo ich dich auch immer drum gebeten habe, fahr noch ein paar Meter vor. Aber das geht nicht mit einem Anhänger. Ja. Also ich mache das professionelle Einparken. Mitte 40 EP. Oh, das ist hier aber verdammt eng. Alter, das hier ist tatsächlich mal eine ziemlich prickelnde Einparksituation. Ganz zur Wenn ich Not hier kann man es ja immer runter noch will. überspringen. Aber ja, hast vollkommen recht. Nee, das ist die falsche Richtung. Ey, das kriegst schon nie im Leben geschissen. Also da habe ich jetzt sogar mal 5 Versuche gebraucht, bis ich da jetzt mal so weit reingekommen bin, wie ich jetzt bin. Bin drin. Fünftausendeinhundertneunzig und 320 Erfahrung. Du wärst wieder mit auswählen dran, dann.
Ja, wir wollten doch Langzeitding mehr nehmen. Ja, wie gesagt, aber du bist mit dem Entscheiden dran, darum überlasse ich dir. Bei 350 Kilometer könnte ein bisschen eng werden nach Bordeaux, muss ich sagen. Hey, ich hab... So. Was, wenn du fertig bist? Ich weiß auch noch nie, wann ich fertig bin. Umso länger können die Zuschauer uns hier zusehen. Ja. Hat alles Vor- und Nachteile. So. Ich hab's doch hinbekommen. Damit hätte ich jetzt nun mal gar nie gerechnet. So, wir müssen erstens definitiv tanken. Ich bin Level 4, du auch? Jo, welches Perfekt. Nimmst du? Wir nehmen das mit den Fernfahrten. Okay. Weil ich würde wirklich gerne in der nächsten Folge nach Bordeaux kommen. Müssen wir erstmal schauen, ob wir einen Auftrag dahin haben. Ja, das ist allerdings richtig. Oh, hast du da drüben einparken müssen? Ja. Dann hattest du hier noch eine schöne Position, ich da hinten im Eck. Ja. Ich musste genauso beschissen einparken wie du. So. Fahren wir noch schnell nach vorne zu dem schönen Sicherheitsmann. Naja, schön ist relativ. Liegt immer im Auge des Betrachters. Ja, und wenn es im Auge des Betrachters liegt, tut's weh. So, Leute. Wir machen für die Folge Schluss. Weil die nächste Folge wird, wenn wir Glück haben, ein bisschen länger. Wir schauen gleich mal in den Markt rein, ob wir nach Bordeaux kommen. Wäre geil, weil dann hätten wir es, wie gesagt, Etappenziel erstmal wieder erreicht. Und ja, haut rein, viel Spaß und bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss.